Der Kampf um den eisernen Thron geht in die siebte Runde und wie schon bei The Walking Dead schauen wir natürlich auch die einzelnen Folgen und präsentieren euch die 10 denkwürdigsten Momente. Und natürlich geben wir auch jetzt wieder eine Spoilerwarnung raus für die allererste Folge von Game of Thrones. Ihr seid gewarnt. How do you know this? That's what I do. I drink and I know things. Arias Rache. Gleich zu Beginn der Folge sehen wir auf einmal Walder Frey wieder, der sämtliche Freys zu einem Fest versammelt hat. Doch aufmerksame Zuschauer wissen natürlich, dass Walder Frey tot ist. Und tatsächlich ist dieser Walder Frey in Wirklichkeit Arya, die sich nun auch an den restlichen Freys rächt und alle umbringt. Ein heftiger Auftakt und eine gerechte Strafe für den Mord an ihrem Bruder und ihrer Mutter. Später sehen wir Arya dann unterwegs auf einem Pferd, aber nicht etwa nach Winterfell, sondern nach King's Landing. Sie will Cersei umbringen. Eine Wiedervereinigung mit der Familie wird also wohl noch warten müssen und Cersei hat nur noch einen Feind, mit dem sie gar nicht rechnet, der jedoch sehr gefährlich für sie sein könnte. Dragonstone. Der Titel der allerersten Folge lautet Dragonstone und somit ist auch der Sitz der Targaryens enorm wichtig, denn Daenerys kommt endlich in ihrer Heimat an. Gemeinsam mit ihrer Armee, ihren Drachen und Tyrion Lannister als ihre rechte Hand kann sie nun von der kleinen Insel Dragonstone aus ihren Feldzug beginnen, um den eisernen Thron zurückzuerobern. Shall we begin? Die Armee der Untoten. Auf den Night's King dürfen wir ebenfalls einen kurzen Blick werfen. Der streift mit seiner Armee der Untoten weiter voran und nähert sich nach der Schlacht von Hardhome mehr und mehr der Mauer aus Eis. In seinem Gefolge sehen wir auch mehrere Riesen. Von Hardhome aus dürfte diese Armee die Mauer bei der Burg Eastwatch treffen, weswegen Jon diese Festung verstärken will. Im Laufe der siebten Staffel könnten wir hier also den nächsten großen Kampf zwischen den White Walkern und den Menschen erwarten. Jons Armee. Jon Snow ist der König im Norden und er weiß um die Gefahr der White Walker. Deswegen will er sein Volk ausrüsten und trainieren, sowohl Männer als auch Frauen. Er verlangt zudem, dass man Nachforschung nach Dragonglass unternimmt, die einzige Substanz, mit der man White Walker töten kann. Jon ignoriert dabei die Nachrichten aus King's Landing, denn er weiß ganz genau, dass die Gefahr aus dem Norden noch viel schlimmer ist. Winter is here. Die kommende Gefahr. Jon ist mittlerweile nicht mehr der Einzige, der von den White Walkern weiß. Bran kommt an der Mauer an und wird von der Nachtwache aufgenommen. Er könnte sie vor der kommenden Bedrohung warnen. Interessanterweise findet auch Sandor Clegane, der mit Beric Dondarrion unterwegs ist, heraus, dass die White Walker nicht mehr weit von der Mauer entfernt sind. In einer Vision im Feuer sieht er die Gefahr. Somit dürfte sich Dondarrions Gruppe auch auf den Weg in den Norden machen, um ihren Zweck zu erfüllen. Wir haben ja schon im Trailer gesehen, dass sie mit Jon Seite an Seite kämpfen und mit Dondarrion hat Jon da möglicherweise bald einen wichtigen Verbündeten im Kampf gegen die White Walker. Sams Ausbildung. Sam ist mittlerweile in der Zitadelle angekommen und darf hier ziemlich beschissene Arbeit verrichten. Gleichzeitig versucht er natürlich immer noch mehr über die White Walker herauszufinden. Nur leider ist er noch kein Meister, weswegen er an das geheime Wissen der Zitadelle noch nicht herankommt. Aber Sam wird mit Sicherheit einen Weg finden. This is irregular. Yes, well, I suppose that life is irregular. Jorah Mormont. Jorah Mormont infizierte sich ja mit der gefährlichen Krankheit Grayscale. Am Ende von Staffel 6 befiehlt ihm Daenerys, er solle eine Heilung für sich finden. Well, I command you to find the cure. Wherever it is in this world. Und die sucht er offensichtlich auch in der Zitadelle der Maester. Als Sam nämlich das Essen verteilt, greift Jorah ihn durch die Zellentür an und fragt, ob Daenerys schon angekommen sei. Wir können auch deutlich sehen, dass die Krankheit sich bei ihm schon stark ausgebreitet hat. Wird er wohl noch rechtzeitig eine Heilung finden? Was meint ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Neue Allianz. Vergessen dürfen wir nicht, den Blick nach King's Landing zu richten. Hier sieht sich Cersei ja Feinden aus allen Himmelsrichtungen gegenüber. Doch einen Verbündeten scheint es da doch noch zu geben. Euron Greyjoy. Schon im Trailer haben wir seine Flotte vor King's Landing gesehen und er hat nun tatsächlich eine Audienz bei der Königin. Er bietet ihr seine Unterstützung an und will sie dafür zur Frau. Doch so einfach will Cersei diesen Deal nicht eingehen. Und Euron zieht los, um ihr ein unbezahlbares Geschenk zu machen. Könnte er damit Daenerys meinen? Oder zumindest einen ihrer Drachen? Oder vielleicht doch etwas ganz anderes? Was meint ihr? Lasst es uns wissen. Neue Orte.
Das Intro der Serie kennen wir ja alle, doch Staffel 7 erweitert das jetzt ein kleines bisschen. Es kommen ein paar neue Orte dazu, die für die siebte Staffel von größerer Bedeutung sind. So ist Dragonstone klar im Fokus und auch Old Town mit der Zitadelle der Maester. Beides Orte, die sicherlich ausschlaggebend für den weiteren Verlauf der Handlung sein werden. Ein trauriges Wiedersehen. Sandor Clegane und die Brotherhood Without Banners finden Unterschlupf auf einer Farm. Allerdings finden sie den Farmer und seine Tochter nur noch tot wieder. Clegane kennt tatsächlich diese Leute. Wir erinnern uns, in der vierten Staffel fanden Clegane und Arya bei genau diesem Farmer auch Unterschlupf. Allerdings war dem Hound da schon klar, dass diese beiden den kommenden Winter nicht überleben würden. He can't protect himself. They'll both be dead come winter. Jetzt hat er traurige Gewissheit. Wir haben zwar noch den Gastauftritt von Ed Sheeran vergessen, aber der war ja wirklich nur sehr klein. Wie hat euch der Auftakt zur siebten Staffel gefallen? Was fandet ihr am spannendsten? Schreibt es uns in die Kommentare. Für mehr Game of Thrones schaut euch diese Videos an.